Wir sind in der Stadt Grafing im Osten der Landeshauptstadt. In dieser Kleinstadt leben mittlerweile rund 14.000 Menschen. Im 17. Jahrhundert gab es direkt am Marktplatz von Grafing noch 4 Brauereien. Heutzutage ist nur noch eine am Ort ansässig, aber das nun schon seit über 400 Jahren. Gregor Schlederer hat in 7. Generation den Betrieb seiner Eltern übernommen und wir durften uns in seiner Brauerei umsehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute in Grafing in einer kleinen Brauerei. Und der Braumeister Johannes Hartwig, der zeigt uns jetzt, wie man Bier braut. Also Johannes, du bist hier der Braumeister. Genau, richtig. Und wo sind wir hier? Wir sind jetzt da bei uns beim Wildbräu im Sudhaus. Im Sudhaus heißt genau. Es. Aha. Was passiert da? Ja, das ist da passiert der erste Schritt eigentlich, der Hauptschritt, die Würzebereitung. Mhm. Das heißt, das Malzschrot wird mit Wasser vermischt, gemeischt, sodass sich die Inhaltsstoffe auflösen oder aufgelöst werden in hefeverwertbare Bestandteile. Mhm. Und dann werden die festen Bestandteile rausgetrennt aus der Würze. Die Würze wird gekocht, Hopfen dazugegeben und anschließend kommt es dann im Gärkeller zur Hefegabe. Mhm. Und dann beginnt die Vergärung und das ist, wie gesagt, der Basisteil für die Bierproduktion. Erstmal brauchen wir Würze und Zucker. Also das heißt, hier drinnen, es ist ja sauheiß, also genau. das kocht richtig oder wie? Ja genau, hier drin wird gekocht. Hier kochen wenn man das aufmacht, Würze, dann kommt jetzt dann hier dann kommt da der Schwall raus, genau. Ja. Genau. Also wie lange ist das hier drinnen oder sind die 3 Behälter, passiert das Gleiche? Genau, nee, also wir kommen hier rein, hier drin wird als erstes gemeischt, Wasser und Malzschrot, dann wird danach in den Läuterbottich umgepumpt, ist unten ein Siebblech drin, da wird dann quasi, da werden die festen Bestandteile rausfiltriert und dann kommt alles wieder zurück in den ersten Behälter, wird gekocht, also auf Kochtemperatur aufgeheizt, gekocht, Hopfen dazugegeben und der letzte Behälter ist dann der Whirlpool hinten. Und der Whirlpool. Ja, der heißt Whirlpool, genau. Ist allerdings nicht zum Baden geeignet, ein bisschen warm. Und da wird dann der Heißtub ausgeschieden. Während dem Kochen fällt Eiweiß aus, wie in der Pfanne. Wenn man Eiweiß reinschlägt, wird es weiß. Gibt es weiße Flocken bei uns in der Würze. Die müssen natürlich raus, weil sonst hätten wir... Ah, das sieht man auch hier genau, auf diesem Plakat. Da haben wir, da haben wir unsere so eine Schautafel, wo man die einzelnen Schritte sieht. Und das heißt, wie lange braucht es dann? Jetzt, also wie viele Tage? Also der Prozess hier im Wirtshaus, im Sudhaus, ist nach 8 Stunden im Schnitt vorbei. Ah, okay. Genau. Und wie viele Liter habt ihr dann produziert? Da schaffen wir maximal 8.000 Liter pro Sud. 8.000 Liter? Genau. Ganz schön viel eigentlich. Ja, doch, ist schon viel. Mhm. Wir können dann auch 3 Sude am Tag machen. Was ist das da? Das sind unsere Hopfenpellets. Also der Hopfen schaut mittlerweile so aus. Das ist quasi die praktische Form vom Hopfen. Das ist nichts anderes wie die inneren Blätter und das Lupulin zu Pellets gepresst. Mhm. Genau. Und das ist das, was ihr dann hier dazu mischt? Die werden hier über unsere Hopfengeber dazugegeben. Und warum habt ihr das jetzt hier nochmal in klein? Wie in klein? Also das verstehe ich nicht. Oder also, hier wird der Hopfen reingeschmissen. Genau, hier sieht man es auch. Das und das kommt dann da in die dazugeführt? Genau. Verstehe ich das. Das wird durchpumpt mit der Würze und dann löst sich der Hopfen da drin auf und kommt in die Würzepfanne. Ja, okay. Genau. Ja genau, wir kommen dann hier unten an mit der gekühlten Würze, mit ungefähr 8 Grad, geben dann hier die Hefe dazu und dann kommt unsere Würze in eine von unseren 17 Tanks. Nein, von unseren 17 Tanks. 17 Tanks, ja, in der Größe? Das sind, da haben wir 6 Tanks in der Größe mit 43.000 Litern, das heißt, da passen 6 Sude rein. Und die sind halt für unser Helles und für unser Meistersud unsere Hauptsorten. Mhm. Da wird dann in der ersten Woche vergoren bei 10 Grad. Also es ist ein klassisch kaltes Gärverfahren, wie man es früher auch gemacht hat. Was sind das jetzt für Geräusche? Was ist das? Das ist jetzt unsere Reinigungspumpe. Ah, Reinigungspumpe? Grad, ja, da reinigt jetzt gerade noch ein Tank, der heute leer geworden ist, dass wir den morgen gleich wieder voll machen können. Ach, so läuft das hier ab. Also von der Hitze da drüben geht es jetzt hier in diesen kalten Raum. Genau. Und wie lange ist das hier drinnen? Genau, also in der ersten Woche Vergärung bei 10 Grad und dann kühlen wir runter auf Lagertemperatur. Das sind dann 0 Grad im Schnitt und da bleibt es dann 5 Wochen mindestens. Und dann ist das Bier trinkbar und wird dann filtriert bzw. Unfiltriert als Zwickel abgefüllt. Aha. Genau. Und wenn man so viel über Bier redet, haben Sie vielleicht auch ein bisschen Durst bekommen. Wir machen eine kurze Unterbrechung, bevor uns Johannes zur Abfüllstation führt. Wir sind in der Stadt Grafing und besuchen eine Brauerei. Braumeister Johannes Hartwig erzählt uns über seinen Werdegang und was die Kunst des Brauens so ausmacht.
Genau, jetzt stehen wir da bei uns über dem Fassfüller. Hier werden bei uns auf der rechten Seite die Fässer, wie sie heutzutage ausschauen, kopfüber draufgelegt, also mit der Hand gewaschen erst von den Brauern, dann kopfüber draufgestellt und dann durchfährt jedes Fass diese 5 Stationen, die man da oben an den Zylindern sieht, in dem das Fass intensiv innen gereinigt wird mit einer Lauge und einer Säure. Mhm. Danach sauber ausgespült, wieder runtergekühlt, also gedämpft, runtergekühlt, dass es auch steril ist und an der letzten Station dann gefüllt. Und füllen wir einmal in der Woche ungefähr, füllen wir Fässer ab, vor allem zur Festsaison halt relativ viel. Mhm. Und ja, genau. Und, aber Flaschen werden hier auch abgefüllt? Flaschen werden ja auch abgefüllt, genau, das ist dann die nächste Station. Mhm. Da füllen wir auch so 3 bis 4 Tage die Woche ab und wir haben ziemlich viele Sorten. Wie viele Sorten habt ihr insgesamt? Wir selber haben 13 Biersorten und 6 Sorten alkoholfreie Getränke. Hui. Und dann füllen wir aber noch. Aber jetzt kein alkoholfreies Bier ist das dann? Nee, alkoholfreie Getränke, also Erfrischungsgetränke. Ah, okay. Genau. Das macht's ja auch. Mhm. Genau. Und dann füllen wir noch für ein paar kleinere Brauereien, füllen wir noch mit ab, die keine eigene Füllerei haben. Ah, verstehe. Genau. Und wie lange bist du jetzt hier schon Braumeister? Ich bin jetzt seit knapp 2,5 Jahren bin ich jetzt hier, genau. Bist du direkt von deinem, wo lernt man das? Wo hast du das? Ich habe erst ursprünglich Brauer gelernt in Tegernsee, bin danach auf die Meisterschule nach Gräfelfing, habe da 2 Jahre meinen Technologen gemacht. Technologen? Genau, Brau- und Getränketechnologen. Und war dann noch ein halbes Jahr in Niedersachsen in 2 kleinen Brauereien als Braumeister und ich wollte aber dann auch wieder zurück in die Heimat. Wo kommst du her ursprünglich? Ich bin ursprünglich gebürtiger Tegernseher. Ah, ein Tegernseher. Genau. Ah, genau. Du bist nicht beim Tegernseerbier. Nee, sparen wir jetzt auf. Genau. Aber, okay. Genau. Ja, aber du als Braumeister hast du jetzt da auch deinen Geschmack schon auch reingebracht. Du bist ja derjenige, der wirklich die Rezeptur macht, oder? Ja, also die Rezeptur ist eigentlich in jeder Brauerei fix. Mhm. Man muss sich halt bloß darum kümmern, dass es auch mit der Rezeptur und den neuen Rohstoffen, die man jedes Jahr wieder kriegt, auch immer gleich schmeckt. Ah, verstehe. Und das ist die Kunst eigentlich, genau, dass es immer dahinter gleich schmeckt wieder. Genau, genau, okay. Das ist die große Kunst dahinter. Dürfen wir das jetzt noch schnell probieren? Freilich. Dann machen wir das. Genau. Dann probieren wir jetzt mal was. Ist das das, was du dann auch täglich machst, dass du immer wieder probierst, oder musst du das nicht mehr? Täglich doch. Also doch, probieren okay. schon, aber nicht täglich. Nicht täglich? Nee. Wir probieren einmal in der Woche die Sorten, die wir in der nächsten Woche abfüllen. Und also man muss schon wahrscheinlich immer wieder kontrollieren. Ja, ja, klar. Also Qualitätskontrolle ist da schon wichtig. Ja. Genau, jetzt lassen wir den ersten Schwung weg. Das ist leider immer. Und dann holen wir uns 2 Gläser und probieren was. Ja, gerne. Also darf ich das jetzt mal ausprobieren? Ja. Das schaut gar nicht so schlecht aus, genau. Oh, wunderbar schaumig. Ja, das ist die erste. Das habe ich nicht so gut gemacht, oder? Ah, ja, das ist, zeig mal. Genau. Habe ich es zu oder habe ich es einfach zu schnell aufgemacht? Ah, bei dir schaut es besser aus. Oh, das war eh viel zu viel, weil da kann man jetzt eigentlich nur einen Schluck trinken. Ah. Genau. Darf ich deins trinken? Ja. Du brauchst es ja nicht mehr trinken. Das stimmt, ja. Genau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit diesem wahrscheinlich leckeren, kalten Schluck hier verabschieden wir uns von Ihnen. Machen Sie es gut. Wiederschauen. Prost. Prost. Danke. Gerne. Sie können alle Beiträge aus Grafing auch in unserer Mediathek finden. Mhm.